Also, dann spielen wir jetzt Drizzlepath Glass. Wie gesagt, es geht um unseren toten Ehemann, den wir am Grab besuchen wollen. Und wir haben, soweit ich weiß, nur eine rote Rose. Also, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich mit dem Game noch nicht weiter beschäftigt. Ich fand nur, es sah mega nice aus. Deswegen starten wir mal direkt mit Chapter 1. Okay. Das Game spielt ja. Gut. Okay, aber es geht nicht weiter. Egal, was ich drücke. Enter. Space. Shift. Hallo. Warum geht das nicht weiter? Läuft. Alt F4. Also Spiel schließen bringt was? Einmal nochmal Spiel schließen. Ich glaube. Aber jetzt mal ernsthaft, warum läuft das nicht? Ich habe es ja gerade erst gestartet. Es hängt aber anscheinend irgendwo fest. Warte mal, ich mache mal nochmal hier auf Anhalten. Moment. So, machen wir mal nochmal. Ich schätze, ich das hier irgendwo aufgehangen. Starten wir nochmal. Unreal Engine. I should stop drinking and get the red rose from the abandoned house in the village. I want to commemorate my husband next to his grave, but first I need to tidy my home up a little. Let's start from the dirty windows. Oh, ich kann mich schon Katze, ja. Kann mich schon be Oh mein Gott. Ist ja cute. Road to Home. Okay, sind wir hier in unserer Erinnerung? Ich werde nichts sagen, aber es wird ganz schön gruselig. Das ist nicht gut. Leckt das? Nein, es leckt nicht. Die humpelt nur irgendwie. Nothing I can do about the broken glass. Jetzt leckt nicht. There's nothing I can do about the broken glass. Okay. Da kann ich nicht durch. Nee, die humpelt so komisch. Boah, da wirst du aber auch einfach so ins Spiel reingeschmissen, ne? Ich weiß auch gar nicht so richtig. Mich beobachtet jemand. Das finde ich jetzt nicht so witzig. Warum ist die Musik so schön und da steht jemand am Fenster? Geh bitte wieder. Was für ein geiles Bad. Das ist nicht mein Spiegelbild. Ich spiele doch eine Frau. Das war eindeutig männlich. Nein, das war nicht mein Spiegelbild. Wir haben kein Spiegelbild. Schau. Wir haben kein Spiegelbild.
Katzen sind übercute, ne? Da. Da. Das bin nicht ich. Das ist jemand anderes. Okay. Da ist er wieder. Hä? WTF? Ich kann da nicht. Meine Katze. Jetzt ist er weg. Ich trau mich nicht. Hallo? Hallo? Okay, Fenster geputzt. Weg ist der, männliche Schatten. Es leckt nicht. Hier, es leckt nicht. Ich weiß nicht, was ihr da seht. Ich sehe doch nichts. Die Katzen sind übel süß. So ist immer noch Stalker. Der verschwindet, wenn ich die Fenster putze. Okay, warte, muss ich hier noch mehr Fenster putzen vielleicht? Hier ist noch was dreckig. Warum muss ich denn jetzt eine Wohnung putzen? Now fix the alignment of pictures. Soll ich nochmal in den... Warte mal, kann ich irgendwie? Ich gucke gerne... ja. Warte mal. Wenn es euch so stört, 30. Soll ich auf 60 machen? Ist das so vielleicht besser für euch? Gutes Gamer zu putzen. Ansonsten... Habe ich hier nicht wirklich was umgestellt? Ha? Continue. So, wie ist es jetzt? Angenehmer? So, warte mal. Ich glaube, sie hat gerade... Ich habe mich so verwirrt. Ich glaube, sie hat gerade was gesagt mit Fotos mal und den Tabletten. Viel besser. Okay, gut. Gut. Hat sie nicht gerade irgendwas gesagt? Jetzt habe ich ihr gar nicht zugehört. Wo sind die Katzen überhaupt hin? Auf einmal finde ich das Haus super, super gruselig. Und warum sind... Warum sind denn hier Scherben? Ja gut, okay, wir sollen erstmal die Bilder richten, glaube ich. Gut, lass mal schauen, was haben wir denn hier? Hier hängen Bilder schräg, die machen wir erstmal gerade. Auch noch eins schräg. Also, Kitty, du bist echt ein bisschen komisch. Wenn ich dich suche, sehe ich dich nicht. So, das ist auch noch eins schräg. So. Okay, then. Before I leave, I need to look around if I miss something. After all, I am going on an adventure. Who knows? Hm? Ob ich irgendwas... Ja, gut. Können wir mal gucken. Ich wüsste nicht, dass das ein gruseliges Game ist, by the way, aber... Ich soll gucken, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ich glaube aber nicht, dass hier irgendwas lag. Außer, dass hier halt ein Loch drin ist und Scherben an der Wand kleben. There's nothing I can do about the broken glass. Ja. Tja. Habest du Wecker? Gott, diese Kiddies, ne? Hier kann ich nichts. Hier ist nichts. Handtasche kann ich auch nicht nehmen. Vielleicht eine Katze einstecken? Schuhe. Also man kann es sein, dass sich die Katze mal vor meine Füße schiebt. Ist nur so eine Vermutung. Aber hier ist nichts. Ich sehe nichts. Was ich irgendwie mitnehmen kann. Nö, ich sehe nichts. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal durch die Tür gehen, ne? Man kennt es, wenn ich aus dem Haus gestehe, aber es war die Katze. Aber wir können nicht gehen. Also irgendwas fehlt uns. Sie hat ja gesagt, ich soll mich umgucken, ob ich noch irgendwas mitnehmen möchte. Aber... Jetzt mal ehrlich, was soll ich mitnehmen? Gitarre brauche ich nicht mitnehmen. Ich meine,
kann ich auch nicht. Ach hier. Of course, my pills. Now let's put on the boots and get going. Na klar, meine Pillen. Okay. Dann jetzt geht's los, würde ich sagen. Wir haben unsere Pillen, jetzt können wir raus. Oder? Nee, die können immer noch nicht gehen. Okay. Gut. Dann gehen wir immer noch nicht. Soll ich vielleicht noch einen Schluck Wein nehmen? Oh, die Katzen sind wirklich übercute, aber... Irgendwas, Buch, Laptop... Also alles, was ich mitnehmen würde, nimmt sie nicht mit. Ich weiß nicht, wo sie kocht. Also ich sehe hier zumindest keine... Kann ich jetzt vielleicht Schuhe? Ach ja. Ja, Schuhe. Gut. Schuhe haben wir an. Fertig? Ja. Angezogen, können wir jetzt rausgehen. So, lass mal gucken. Wir sind aber schnell. Chapter 2, Outdoor. Ist das unser Haus? Never ist das unser Haus. Niemals. WTF, es ist viel zu klein. Ich meine, wir haben gerade gesehen, wie groß das innen drinne war, ja? Aber gut. Das Spiel sieht mega nice aus. Das war auch das, was mich überzeugt hat, das zu holen. Ich glaube, ich hatte das bei Steam für, ich weiß gar nicht mehr, 2 oder 3 Euro bekommen. Das Haus ist verhext, meinst du? Das sieht irgendwie schon gut mystisch aus und so. Können wir hochlaufen? Nee. Erstmal es ausprobieren. Oder ihre Pillen wirken. Ich weiß halt nicht, warum sie Pillen nimmt, ne? How I wish I could run. Impossible for me with the high heels. Ja, wir können rennen, auch mit High Heels. Obwohl das eher gerade so wirkt, als wenn unser Kopf auf den Knien ist, ehrlich gesagt. Ich fühle mich dem Boden sehr nah. Trotz High Heels. Irgendwas aufheben hier? Nee, ne? Problem meiner Frau. Parfümchen, danke für den Follow. Hallo? Hoch. Hier sind Steine gerannt. Und das ist eine kleine Frau. Ich weiß ja nicht, wie wir aussehen, ne? Deswegen. Okay, wir werden langsamer. Can chicken swim? I asked him in a drizzly dawn. Of course, he replied. They can run into water and stay there as much as they want to. How come? I wondered. He laughed and told me that it depends how realistic the developer scripts the AI for the chicken. Years later, I played a game called Drizzlepath and finally got what he meant by that. Okay. Oh, der Baum da oben sieht ja auch gut aus. Gut, gehe ich jetzt, beziehungsweise kann ich hier oben lang laufen oder muss ich unten durch? Oh, hier oben geht, okay. Crazy Game.
Ich habe meine Wanderschuhe an. Klar, wer trägt keine High Heels? Wer trägt keine High Heels, wenn er durch den Wald läuft? Ach, da oben steht schon wieder jemand. Ich kann halt auch keine Blumen pflücken oder so. Oh, da ist aber ein Haus. Oh Gott, ey, bei den ganzen Farmen hast du selber das Gefühl, dass du die Pillen eingeworfen hast, oder? Wenn man High Heels andersrum trägt, kommt man damit doch ganz gut Berge hoch. Thanks. Ich komme auf Ideen. Oh, okay. Der Brunnen leuchtet. Keine Ahnung, was uns hier erwartet, ohne... What the fuck? Hallo? Oh, ich hab so Gänsehaut gerade. Scheiße. Hallo? Oh, der sieht so scary aus. Soll ich zu dem hingehen? Okay, YOLO. Okay. Ah. Oh Gott, ich hab so Gänsehaut gekriegt. Huf. Nochmal da. Ich hätte einen Brief dabei gehabt. Crazy shit. Es ist doch so eine Art verlassenes Dörfchen, oder? Ich will wissen, was dieser Brunnen kann. Der leuchtet so schön. Oh, guck mal, wie klein die Türen sind. Also, ein bisschen was stimmt hier nicht. Aber ansonsten sieht es auf jeden Fall nice aus. So, wo sind wir hier? Kann ich hier rein? Nee. Okay, wir haben Vollmond. Halbmond. Okay. Was auch immer das für ein Haus ist. LEDs drin im Brunnen. Wären wir mal doch bei den süßen Kätzchen geblieben. Ja. So. Okay. Ich geh mal hier so hin, aber ich glaube... Da ist nichts. Okay. Ich weiß noch nicht so richtig, wo hier die Reise hingeht, ne? Boah, der Baum da vorne sieht ja immer übel nice aus. Steht da jemand? Oder ist das ein Stein? Da ist doch jemand, oder? Oder ist es ein Busch? Ist ein Busch. Okay. Boah, ich hoffe.
Me and my sister Lara visited him at the morgue. He was just lying without fear of the past. Okay. Suddenly, all our memories came to life when I was close to him again. But it was different. He wasn't trying to make me smile like he always did. Maybe he was watching me, trying to tell me something about our last day together. Maybe he was angry about the mistakes I did. I saw him struggling the consequences of ignorance, and I came close to him and whispered, "It is over." Kann es sein, dass solange wir die Tabletten nehmen, alles gut ist? It is over. Okay. Ich meine, ich kann die Tabletten, glaube ich, nicht nehmen. Ne, ich kann nicht auf meine Inventar zugreifen. Warum wird die Musik? Beunruhigend. Okay, ich hätte jetzt gedacht, hier ist ein Friedhof oder sowas. WTF? Gut, darunter können wir nicht. Ich darf mal so ein bisschen rum. Ist aber eine. Witzigerweise höre ich hier die ganze Zeit das Geräusch, jetzt wenn hier Autos auf einer Hauptstraße langfahren. Ne, ich kann nicht runterfallen, okay. Da komme ich auch nicht weiter. Gut, dann müssen wir dann wohl da hinten hin. Da gehe ich dann jetzt auch mal hin. Durch die Büsche, durch die Steine. Kann diese beruhigende Musik eventuell wiederkommen? Das finde ich doch ganz nice. Ich renne auch gerade mal mit Absicht, nicht? Ich glaube gerade mal langsamer. Also ich weiß nicht, ob manche Büsche einfach wirklich Personen darstellen sollen. There used to be seaplanes flying around our town. We often enjoyed watching them near the ocean. Eric mentioned that some of them were float planes. I laughed and said they are both the same things. Nope, he disallowed. There is a difference. Float planes have pontoons to take off or land on. Their body isn't intended to touch the water. He loved to make me feel ignorant. But I always sorted out by not talking to him for the rest of the day. Then again, he knew how to make me generous one way or another. Die wurden ganz schön abgeschieden, ne? Wenn man überlegt, dass hier einfach so, außer diese 3-4 Häuser, die da waren, war ja da jetzt nicht so wirklich viel. Müssen wir da hoch? Nee, oder? Sieht ja so aus, als wenn wir da so hochlaufen müssen. Ich laufe hier einfach mal lang. Werden ja sehen. Nee. Da kommen wir nie weiter. Keine Chance. Gibt es nicht mal eine Straße oder irgendwas? Ich glaube, der Typ, der aus dem Nichts aufgetaucht ist, ist eventuell unser toter Mann. Boah, das sieht schon richtig krass aus, ne? So mit dem Filter und so, der da drauf klebt, aber... Hä?
Ist das die gleiche Stelle wie vorhin? Also bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Blumen pflücken kann ich ja leider nicht. Aber sieht echt nice aus, ne? Mit den ganzen Pflanzen und so. Das kommt schon cool. Hier ist eine andere Stelle hier. Okay. Vielleicht taucht ja wieder jemand aus dem Nichts auf. Schauen wir mal. Oh, my head. I need to take a pill. Was passiert denn, wenn wir keine Pille nehmen? Haben wir überhaupt die Wahl, uns zu entscheiden? Also ich musste jetzt gerade klicken, dass sie die Pille nimmt. Aber was passiert denn, wenn sie die nicht nimmt? Das ist so... Ich habe gerade super viele Fragezeichen im Kopf bezüglich dieses Spiels. Ich denke, es geht euch genauso. Also, die stirbt dann, das glaube ich eher nicht. Wenn die so todkrank wäre. What? Füchse. Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Die. Soll ich mich davon fernhalten? Ich habe halt nichts, um mich zu wehren, ne? Ich habe keine Waffen oder so. Hallo? Kleiner Fuchs? Hallo? Oh, der klingt wie ein Hund. Aber die tun mir nichts. Okay. Wir sind also eins mit der Natur. Kleiner Dinosaurier. Nee, kleiner Dinosaurier ist es nicht. Oh, guck mal, wie viele Füchse. Ist ja auch noch mal einer. Hi. Kann ich dich irgendwie streicheln oder so? Nee. Oh, die klingen echt wie Hunde. Okay. Warte mal, Baum. Wo laufen wir denn hin? Wo, wie? Okay, das sieht da hinten eigentlich so aus, als wenn wir da lang müssen, oder? Sieht aus wie ein Weg. Guck mal, die eiert so, als wenn die benommen wäre. Ich bewege mich mal gerade nicht. Seht ihr das? Bäume sehen schon heftig aus. Aber ich kann nicht interagieren. Oder irgendwas damit machen. Foxes are major predators of hens. But when it comes to humans, they sometimes act as simple pets. If Eric were here now, he would act the guardian angel in such an unnecessary way. Sometimes he treated me like his little girl, with no teeth on her mouth. Getting help from him learning to drive was great pain because of his obsessions about trying to keep me secure. Now that he's not around, I miss everything about him. Even the least pleasing sides of his character make me sensitive. Okay. Gott, wie bergig das hier ist, ne? Ist irgendwie beides. Ist irgendwie nice und irgendwie voll gruselig. Die ist mega verwirrend, die Alte. Deswegen habe ich so viele Fragezeichen im Kopf. Einfach immer weiterlaufen. Boah, diese Farben machen mich aber schon ein bisschen... bisschen blöder im Kopf. WTF!
kommt der denn immer so aus dem Nichts? Schreck mich doch nicht so. Hi. So. Gott. Says no Mr. Mefford, this is thing with part of the reserve. You really want to hear the internet. Of the Spanish lady, all you have to do is to find the hidden text that float on the port of Genie. Was? Will er jetzt, dass ich da reingehe? Wirklich? Okay. Oh. Sieht aus wie Minze. Ey, das ist so ruhig hier drin, ne? Da hinten steht ein... Was ist das, ein Pokal? In order to open the sacred passage, I must fill this urn with blood. Was? Should be able to find three amphoras filled with blood in this cave. Ich muss das mit Blut füllen? Aber... Ich muss halt jetzt was finden. Kann ich hier einfach... Scheinbar. Oh mein Gott. Das ist ja voll riesig hier. Ich muss irgendwas finden, hat sie gesagt. Steht einfach völlig random so ein Cage rum, den man mit Blut füllen soll. Das Big German ist gerade beim Deutschen witzig. Oh Gott, ja. So, ich habe hier was gefunden. So, das sollte reichen, damit wir da unser Blut reinfüllen, zum Schnellweg Weg wieder zurückfinden. Ey, dass die Musik so... Ich sehe das schon kommen, dass ich mich mega schrecke, ne? Ich finde das super gruselig. Obwohl gar nichts passiert eigentlich. Außer, dass unser toter Mann ständig auftaucht, aber ansonsten... Ja, ja, ich weiß, wo ich lang muss. Alles gut. Oh, da ist ja auch noch was. Muss ich mehrere finden? Wie viele brauchen wir denn? Wie viel Blut will die denn haben? Ah, ich kann springen. Ich habe jetzt zwei. Ich guck mal kurz, ob das reicht. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Flüssigkeitssammler. Ich guck mal, ob das ausreichend ist. In order to open the sacred passage, I must fill this urn with blood. Should be able to find three amphoras filled with blood in this cave. Drei. Drei Stück. Gut, es fehlt noch einer. Ich habe zwei gefunden. Fehlt noch eine dritte. Wer versteckt denn hier auch so eine Krüge in so einem... Ich weiß gar nicht, wir sind hier unter dem Baum eigentlich, ne? Also eigentlich dürfte das kein Stein, sondern eher Holz sein. Bestimmt bald wieder Zeit für eine Pille. Gut, wir brauchen aber noch eine dritte Ampulle. Ja, Krüge mit Blut, ja. Das ist es halt. Ich will eigentlich nicht die Füchse dann draußen umbringen gehen, ehrlich gesagt. Geht's hier noch weiter? Also hier haben wir die eine... Hä?
There, I got all three. Yeah, ich habe drei Stück gefunden. War wir nicht gerade eben schon? Super verwirrend. Super, super verwirrend. Aber gut, dann mal schauen, ob das reicht. Wieso drei Krüge mit Blut? Weißt du, wie viel Blut das wäre? ETF. Gut. Ich habe keine Ahnung, wo wir das Blut jetzt hergenommen haben. Aber gut. So, the Spanish Lady. Time to dive. Was? Ja, genau. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht mal, wie man taucht. Oh, was? Ich habe auch verstanden, time to die. So auch, ich kann dann nicht random in irgendeinem Wassertümpel springen. WTF? Oh Mann. Okay, dann. Village. Ich bin super verwirrt. Aber wir ziehen das jetzt. Wir ziehen das jetzt einfach durch. Vielleicht müssen die beide zur Tür gucken. Oder die müssen sich beide angucken. Ich verstehe noch nicht ganz, wozu. Das jetzt gut war. Hallo Ferdi? Ich meine, wozu haben wir jetzt das Blut in die Krüge gefüllt? Und sind durch dieses... Gott, Spiel, bitte gib mir Antworten. Ist hier wieder unser Mann. More explanation, Miss Mill. Ah, warte mal. You smell the burning meat over the tree with the hanged man on it. Scary painting on this fish. Also die Tür ging gerade ein ganz kleines Stückchen auf, als ich dagegen gelaufen bin, aber ich konnte nur kurz reingucken. Ich konnte nichts machen. Hä? Warte mal, irgendwie...
Gibt's keine. Nee. Nee. Ich könnte nur kurz mal einen Blick reinschmeißen, aber. WTF. So, warte mal. Ich habe noch im Kopf Miet und hängender Mann. Noch sehe ich nichts. It was a Sunday morning. I was going to clean the floor, but he took away the vacuum cleaner and threw out the window. Why? I asked, my hands shaking. It will be better there outside as an Easter egg, he said. Somebody will find it and never understand its purpose being there. That was so cryptic of him. I never found out what he meant. But it was definitely the first weird moment of our marriage. Was schlabert die da? Ja, sie hat erzählt, dass sie sonntags morgens die Fenster sauber gemacht hat und so. Warum sie uns das erzählt, weiß ich nicht, weil wir haben ja gerade Fenster geputzt. Aber habt ihr schon den hängenden Mann gesehen? Nein, oder? Ich glaube, ich muss weiterlaufen. Das ist crazy, das Game. Ohne Witz. Du bist ja richtig bekloppt bei. Wo ist die schöne Welt hin? Ich sehe schon kommen, dass mich jemand die Klippe runterstößt. Ach, guck mal, da oben ist ein Leuchtturm. Kommen wir denn da hoch? Oder komme ich irgendwie ans Wasser? Eventuell. Wind has effect on mechanical elements, just like it has effect on water. I like to swim, but when I get out of water, and if it is windy, it makes goosebumps and feels awful. Why am I telling this? I must focus on grabbing the red rose. It should be in the abandoned house. But where was the house? Somewhere in the village that I am getting near. But which house was it? I guess I must try all the doors. They all lock their doors in this hour, but I should be able to open the one door. Gott, die macht mich richtig irre im Kopf. Why am I telling this? Keine Ahnung warum. Boah, ich kann echt nicht ans Wasser. Ach, Manno. Okay. So. Gehen wir mal da hoch. Habe ich sie richtig verstanden? Eine Tür funktioniert? Also sie hat ja irgendwie jetzt gesagt, wir müssen Türen öffnen, aber nur eine Tür ist die richtige, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie komme ich denn da hoch? Die Musik ist so sehr beunruhigend. Da bist du wieder Zeit für eine Pille.
Warte mal, da hinten. Oh Gott, dieser Typ, ey, der macht mich richtig irre. Kündige dich doch an vorher. Scheiße, ey. Mann! Was stimmt denn nicht mit dir? Schon mal was vom Briefkasten gehört? So, also, Konzentration. Quick Puzzle Flash. Der ist halt super spooky, der Typ, wenn der einmal so auftaucht. Mr. Told you how to eat a pin if I wake up and leave behind me. Gott, ey, ich bin schrecklich jetzt. Soon you will unleash the witch's curse. So. Jetzt bin ich super schreckhaft. Na toll. Na toll. Gut, aber da hinten ist ein Dorf. Ich habe das Gefühl, ich habe hier irgendwas vergessen, aber. Das Ding ist auch, ich weiß gar nicht, ob ihr das hört. Ich habe das ja auf Kopfhörer genommen. Und die atmet immer so ein, als wenn sie gleich was sagen würde, aber sie sagt nichts. Die macht immer so ein. Und so ein. Das ist total eklig auf den Ohren. Oh, warum wird denn das hier so. Farblos. There's the village. The rose is in one of those houses. I should check their doors. Schrei doch nicht so. Mensch, Mädchen, ey, du musst mich richtig irre. Okay. Oh, ich ahne genau, wie das jetzt aussieht. Wir müssen uns wieder gegen diese Türen lehnen. Ich könnte wetten, da passiert jetzt irgendwas. Sollte ich lieber weggucken? Okay, Tür 1. Passiert nichts. Warte mal, kann ich die anklicken? Ne, kann ich nicht. Warum ist denn hier alles so farblos? Wo ist denn die schöne Farbe hin vom Anfang, die mich so irre gemacht hat? Ich fühle mich irgendwie beobachtet, aber ich kann nicht sagen, aus welcher Richtung. Findest du nicht, dass es so gerade etwas gruselig wird? Bestimmt taucht wieder unser Mann hier gleich irgendwo auf. Ich soll ja auch alle Türen ausprobieren, ne? Besser als die LSD-Farben. Ja, stimmt schon. Auch nicht. Also nur eine einzige Tür geht auf. Nur welche? Da oben ist das einzige Haus, was nicht beleuchtet ist. Soll ich mal raten und sagen, das ist es? The house should be somewhere above. Was? Ich verstehe dich nicht so richtig. Habt ihr das verstanden? Ja, safe ist das Haus hier. Ja. Hallo? Ich hab, ja. ETF, was sind das für Geräusche? What the fuck? Ich beweg mich nicht mal, ich dreh mich nur im Kreis. Can't open it. Stuck. Lass mich raten, ich muss was finden. Can't open it.
stuck. Jetzt darf ich hier echt rumlaufen und was zum Öffnen suchen, oder? Okay. Okay. Boah, das Quietschen. Ich habe meine Kopfhörer auf 20. Und es ist so laut. Ich will da nicht runtergehen. Hallo? Warte, da steht was auf dem Tisch, das gucke ich mir einfach an. Moment, das ist ein Hut. Ein Hut? Komme ich nicht hin. Na gut, wir gehen einfach mal runter. Es wird schon. Hallo, ich bin's. Oh mein Gott! WTF? What the fuck? Ist nicht dein Ernst? Och, Manno! Oh, ich hab damit nicht gerechnet gerade, ohne Witz. Also schon irgendwie, aber irgendwie auch gar nicht. Ich will aus dem Haus raus. Hier, Drizzle Personie. Ja, das ist ja das Easter Egg, von dem die Alte gequatscht hat. Boah, ich wusste nicht, dass es ein Horror-Dings ist. Oh Gott, jetzt bin ich richtig schreckhaft. Dieses Quietschen. It's a prank. Also das hier ist auf jeden Fall, es gibt von Drizzle Puff mehrere Teile. Boah, ich bin so am Zittern gerade, das gibt's gar nicht. Oh, jetzt traue ich mich nicht mehr. Hallo? Locked. Na, ein Glück. Okay. Ach da. Boah, hat er mich erschrocken. This should help me open the box upstairs. Alter. Ich muss jetzt mal kurz drauf klarkommen. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass das ein Horrorspiel ist. Ich laufe jetzt einfach so. La 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 la. Ach Gott. Puh. Eine Box. Ja, und wohin führt uns diese Box? Natürlich in das Zimmer, was verschlossen ist. Okay, now I'll grab the rose and leave. Ich bin gerade so aufgeregt, ne? Ich kann nicht mal meine Pizza essen, die neben mir steht. Okay. Ich glaube, die Tastatur ist auf Englisch gestellt, ja. Okay, umdrehen. Und ab hier die Luzi. Alter, der hat mich so erschreckt, dieser Boy. Ob der jetzt nochmal kommt? Und was war das? Oh, diese Musik. Nein, mach doch keinen Clip davon. Mann. Oh, wie gemein. Alter, das Bild ist doch nicht gut. Ich möchte jetzt gerne die... Ich würde jetzt gerne die Pillen haben. Neuer Follower-Sound. Nein, bitte nicht. Kann ich mit dem Bild irgendwas machen? Hat sie schon gesagt, was unsere Aufgabe ist? Nee, ne? Ah. What is happening? Jesus? Was zum Teufel? Was? Hilfe? Nani? Oh mein Gott. Let's get the heck out of this village. I'll go to the pier and use a boat. What the fuck?
Du willst das zu gern sehen? Nein, das willst du nicht. Nein, ihr wollt mich nicht sehen, wenn ich Horrorspiele spiele. Hätte ich gewusst, dass das ein Horrorspiel ist. Jesus, ich hätte was anderes genommen. Wir hätten Sims gespielt oder so. Warum brennt hier alles? Warum hat ein Baby geschrien? Und warum hat alles gewackelt? Sie sagt, ich muss zum See? Zu dem Boot? Ein Zöpke Horror Game mit Gay. Oh Gott. Das könnt ihr mir nicht antun. Meine Welt bricht gerade. Ja, ich glaube auch. Ja, von der Pippi hier. Ich kann halt leider auch nicht rennen, ne? Ich kann nur springen. Und das Springen ist irgendwie so ein bisschen, als würde ich fliegen. Wundert das Subgoal. Ja, gut, das erreichen wir zum Glück nicht. Von daher alles gut. I admit that I can walk a little faster on these high heels whenever I want to leave an area real quick. What was this curse thing anyway? It had to be some kind of a belief from an earlier era. I wonder if the creator wanted my heart to beat a little faster. The only thing I feel is the need to go to the pier, and there I will step on a little boat and sail to the other side. I just hope that nobody got harmed in the fire. Can't believe I'm the reason for all this. Ich kann nicht rennen. Nee, fehlen keine 8. Ich müsste das aktualisieren. Ich glaube, was haben wir denn gerade? Ich glaube, 78 haben wir. 78 Subs, glaube ich. Oh, ist das dann das Boot? Ich kann leider nicht rennen, auch wenn es sich dann nicht sagt, ich soll rennen. Was ist denn das hier, ein Hafen? Should I have reported to the fire department? Ja, aber die setzen sich doch zurück, Thorsten. Die setzen sich doch dann zurück nach einem Monat. Verlängert doch nicht jeder. Kann ich euch später upscreenen, wenn ihr mir nicht glaubt. Okay. Ich glaube, da hinten ist das... Oh. Mit dieser kleinen Nussschale? Das ist nicht das Boot von dem. Das ist doch kein Boot. Okay, das ist es aber auch nicht. Das muss diese kleine Nussschale sein. Ja, woanders kann ich ja nicht drauf, oder? So sehen wir aus. Ja, wer fährt nicht so auf dem Schiff im Nebel? Auf unruhigem Gewässer. Das ist alles super strange. Chapter 4. Oh. Das ist ein Wasserflugzeug, oder? Aber es ist wieder hell. Ich bin sehr beruhigt. Und ich glaube, die nimmt die Tabletten für ihre Psyche.
Aber die hat die ganz normale Stiefel an. Und mit den Stiefeln kann man rennen. Ich spreche aus Erfahrung. One evening, Eric bought me a bouquet of betonies. I asked, from where and why? He didn't respond to my question. Touched my hair, scanned me from head to foot, but still said nothing. Walked away to his studio room, turned on his PC. He started playing his favorite FPS game, Modern Offensive, blank eyes. After a couple hours, he was done playing, so came back to me and said, I don't care about the violence in games. Just wish it was only in virtuality. Maybe it's time we go to bed now. He was a difficult person to understand. Hätte ich nicht vorher die Geschichte gelesen, dann wüsste ich nicht, um was es geht, glaube ich. Wir haben lange unseren Mann nicht mehr gesehen. Okay, es wird sehr blau. Here I go again. Where's that freaking pill? Boah. Die drohen aber ganz schön, diese Pillen, war die, die sich da reinklingt? I remember we were children, running in the fields with bare feet all day and going back home for supper. He used to tell me his dream about us, walking together in Victorian gardens. I always thought those dreams would come true someday. Even if there would be no garden, we'd definitely be together. Sooner or later, those dreams would come true. Aww. Es klingt nicht nur mechanisch. Es sieht doch mechanisch aus. Warte mal, da oben ist doch was. Da oben? If I knew how to ride a horse, this journey would take a lot less. Ist da ein Kühlschrank? Das ist ein Kühlschrank. Nice. I think I remember this fridge from somewhere. Gott, ich bin so verwirrt. Warum steht hier ein Kühlschrank? Ich kann ihn aber nicht benutzen. Ich kann nichts machen damit. There are new F12 model cameras. Should give it a try someday. Okay, da steht ein Haus auf der Insel. Ich kann aber nicht. Da steht ein Auto. Ich kann aber nicht zum Auto laufen, weil ich hier eine unsichtbare Wand habe. Warte mal. Hier rumlaufen macht eher weniger Sinn. Ich sehe da hinten einen Wasserfall. Schaust du gerade ein anderes Spiel? Das Spiel ist so weird, oder Witz? Ja,
Ich habe Jumpscares hier drin. Ich habe Kühlschränke in einem Wald stehen. Ich habe Häuser, die nicht so groß sind, wie sie von innen aussehen. Es ist alles ganz komisch. Und diese Farben. Gott, diese Farben. Und wo ist unser toter Mann? Aber ich kann da auch nicht nehmen. Muss ich vielleicht... Wo muss ich denn jetzt hin? Zum Kühlschrank hat sie ja nur gesagt, dass sie sich an den Kühlschrank erinnern kann, ne? Aber mehr hat sie dazu nicht gesagt. Sind wir da vielleicht doch in die andere Richtung? Boah, dieser Blaustich, ne? Boah, das ist so mächtig heftig. Kann es sein, dass es immer dann ist, wenn sie diese Tabletten frisch genommen hat, dass es so heftig ist? Ich gehe nochmal zu dem Kühlschrank. Ich will euch zeigen, dass es nicht an mir liegt. Ich laufe jetzt mal in die andere Richtung. Warte. Ach schade, ich dachte, es kommt wieder. Was hat er denn im Mund so schön offen? Oh Mann. Geh mal in die Richtung, ja. Weil bei der anderen Seite kam ich jetzt nicht weiter. Laufen wir mal hier lang. Ich weiß so nicht. Ich weiß immer noch nicht, wozu wir die Krüge mit Blut gefüllt haben. So, da ist ja das Auto. Steht da jemand? Nee. Also ich glaube, das ist das Haus, woran sie sich erinnert. Ich glaube sogar, das ist ein Indie-Game, ja. Oh, da steht auch ein Pferd. Hallo Ferdi. Kann er nicht hin, unsichtbare Wand. Was? Schreck mich doch nicht so. Ich bin schreckhaft. Okay. Es wird schon wieder so still. Zeit für einen Jumpscare. Eric wasn't exactly a mingy type, but when it came to cars, I could never persuade him to buy a new one. He loved his old wreck. Said his father gave it him on his 18th birthday, right after he graduated. It was sky blue. His favorite color, and looked like a dead man walking. I remember its engine stopped working so many times. Those moments he never panicked. Got out of the car and fixed the engine in 10 minutes tops. Mechanics was kind of his speciality. Muss ich jetzt doch zum Auto zurück? Oder einfach weiterlaufen. Das ist ein bisschen crazy. Sie jammert nicht wegen ihren Hundschuhen. Das da vorne ist doch ein Dorf. At the college, we were at the same class. One day it was literature exam, and the teacher was about to see him cheating from the book. I saw that and started to sing with a loud voice. The teacher got mad and took my paper.
so Eric got enough time to copy all the answers to his paper. Later, he couldn't decide to whom he had to feel more guilty, but when the school ended and I failed the class... In Wirklichkeit, also ich denke mal, das ist hier irgendwie ein Traum von ihr. Und das sind alles irgendwie so Erinnerungen. Ich habe ihn gehört. Wo steht er? Der Mann ist aufgetaucht, aber wo steht er? Ich habe ihn gehört. Der Mann ist hier irgendwo. Ach da, da steht er. Okay. Be the Stalker. Der dunkle, böse Mann Wald will was von dir. Nee, der tut mir ja nichts. Der taucht ja immer nur wieder auf. Oh, jetzt wird es aber langsam wieder normal, wenigstens. Okay. Das ist halt... Dafür, dass es real ist oder realer Ort, stehen die Gebäude doch sehr weit auseinander. Ich glaube, die träumt das und das sind alles so Erinnerungen. What if we never met? I'd probably throw myself into the wild many more times than I actually did. He wasn't so into the nature. Especially he was afraid of forests. The trees felt like giant monsters to him. I am quite the opposite to that. I find peace in the shadow of the trees. When I was a child, my father built me a treehouse, and Eric never came near it. He used to say, "You're going to fall and die, and when you do, remember what I say." He was trying to keep me secure, even when he was a child. Giant monsters. Ja, damit kann ich ja arbeiten. Während das hier immer trister wird, ne? Bin ja beruhigt. Oh, warte mal, da ist was. Was ist das? Dieses Spiel. Oh, was? What? Sag nicht, ich muss da reinspringen. Schreckhaft gerade, ne? Jetzt verschwindet jetzt einfach und ich kann damit nichts machen. Ja, kann ich es machen? Kann er nicht reinspringen? Ich stehe irgendwie drauf. Nö. Kann nichts machen damit. Ich gehe mal weiter. Das sah doch aus wie eine Tür, oder? Verschwunden. Dass ich nicht rennen kann oder irgendeine Waffe habe, um mich zu verteidigen, ist so ziemlich das Schlimmste. Ich bin ihm einfach schutzlos ausgesetzt. Komme ich da hoch? Muss ich denn da hoch?
Ja, was soll schon passieren? Aber ich komme nicht weiter. Okay. Ich würde echt gern rennen können. Ich meine, wir haben sogar schon die rote Rose. Das ist ein Haus. Ich traue den Häusern hier nicht mehr nach dem letzten Mal. Wo steht er? Hä? Er ist da, aber wo? Wo ist er denn? Steht der oben? Ja, der steht da oben. Komme ich dann da jetzt hoch? Ja, oder wir nehmen einfach den Weg hier. Winter night and the door slammed before me. The visions of Psycho Witch were always disappearing when I tried to approach. Oh, das gefällt mir jetzt aber gar nicht. Echo von Piano klingen im Wald. Oh Mann. Jo. Das ist ja sehr beruhigend. da dann geht's. Ja, doch. Hier lang, ne? Oh nee, ich will jetzt kein Exo. Augen zu und durch, würde ich sagen. Vor allem ist Psycho Witch so beruhigend, ne? Wenn ich Piano-Klänge höre, weiß ich Bescheid, glaube ich. Oh. Was ist das? Füchser? Subway Station. I'll have a look inside. Und ihr wollt mir sagen, das ist kein Traum? Hier steht eine U-Bahn-Station. Mitten im Nichts. Klar ist das ein Traum. Ist doch voll normal. WTF? Oh, leider fährt das nicht automatisch. Boah, soll ich jetzt wirklich in den Zug einsteigen können? Warte, das rote Licht da hinten, das sieht schon... Swift Experience, Crimes and Danger.
Ich gehe mal zu dem roten Licht, weil ich glaube, hier ist... Ja. Let's drink for being alone. Stand da nicht gerade in dem Brief, dass die, die Psycho-Hexe ein Glas roten Wein getrunken hat? Und stand nicht genau sowas auch bei uns zu Hause auf dem Tisch? Ich meine, wir haben Pillen genommen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist mit Wein. What is this place? Am I losing it? Ja, das wüsste ich jetzt auch gerne. Hä? Oh. WTF? Also niemals Pillen und Rotwein trinken. Hä? Oh Gott, gibt's hier mehrere Wege? Ich will ja nicht im Kreis laufen. Nicht weiter. Also es gibt hier auf jeden Fall auch ein richtig oder falsch. Wir kommen hier nie wieder raus. Doch, doch, wir kommen hier raus. Keine Sorge, ich komme hier raus. Ich finde den Weg nach draußen. Gott, WTF, was ist das für ein freakiges Labyrinth? Von unter uns, wenn jemand den Platten vorbeiguckt, sieht das aus wie Waldboden. Seht ihr das? Zufällig? Ah. Was ist das da hinten? Absolut freakig. Komme ich nie weiter? Okay. War hier nicht gerade eben noch ein... Oh mein Gott, wir sind für immer in der Matrix gefangen, glaube ich. Ah ne, da ist der Stein wieder. Okay, gut. Ich glaube nämlich, dass das unser Weg ist. Ist das nicht der Baum, bei dem wir auch am Anfang waren? A tree. Makes no sense. I think I'm going to fast forward from here to the hill where the grave is. Makes no sense. Ja, das macht echt gar keinen Sinn. No. I can't just go through an invisible wall. Oh mein Gott, vor uns ist der Leuchtturm. Aber wir laufen gerade runter. Boah, dieses Spiel. Eight years ago we had been to Iceland. Coming back home near the airport, I was walking so fast, I didn't see a cab coming my way.
There was no time to alert me, so he jumped into the air to push me, just like in the movies. Naturally, we both ended up in the hospital with a total of 6 broken bones. It was nice listening to his dreams every day in the bed. Mr. Adams, the doc, didn't want to discharge us from the hospital for some reason. Ob ich da runterfallen kann? Du weißt, was da mit uns passiert. Bin ich denn noch... Ich scheine noch richtig zu... We weren't afraid of heights. Climbed high hills and even a mountain once. Eric didn't mind, as long as there are not so many trees, and loved to take photos of distant skies. And when it drizzled, I used to sing. And since his voice was terrible, he just played the bouzouki he got from Mykonos Island. Together, we even wrote a song for his car. The car that lived longer than Eric. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, was wir machen, ne? On a rainy day, we were going to visit Lara's. While Eric was driving, I asked him, what if lightning strikes the car? Will the tires protect us? He said, it's just a myth. The reality is, yes, we're safe, but what's saving us is the car's metal cage. There, he did it again. I didn't talk to him that day. Thankfully for him, Lara was with us, and Eric didn't even notice my attitude. Geht's anscheinend wieder zu dem Baum. Ich habe das Gefühl, dass wir immer wieder an den gleichen Orten sind. Das aber zumal abgespaceter wird. Ja, das geht darum, dass wir eigentlich unseren... Also eigentlich geht es darum, dass unser Mann gestorben ist und wir ihn auf dem Friedhof besuchen wollen. Ich weiß nicht, ob das... Ich weiß nicht, ob es jetzt die einzelnen Momente nochmal mit ihm durchspielt oder ich weiß es nicht. Ich meine, der Anfang, der war ja noch total süß, ne? Mit dem Babykätzchen. Oh, hört der Turm da hinten? War der nicht gerade noch da hinten? Wir haben Fenster geputzt und so. Alles cool. Life is so empty since he passed away. Everything feels like going up the hill. And I feel so close to the end. Am I ever going to see you again? Honestly. I'm not sure about what would have been my wish, and I don't know if you want to see me wherever you are. Deep inside, I miss you so much, but I try hard not to. Life changes all of us, but some things are always the same. Can being a bad dev who can't script proper AI be an achievement for anyone? If it was 2 years ago, I couldn't find the right answer for that. Voll der steinige Weg, ja.
Aber so viele Optionen hast du ja gar nicht. Im Prinzip musst du nur geradeaus laufen. Lara always talks about Mr. Adams. She says the guy is so cool. But Eric used to mock Lara about it. He said the only way you talk to him is to get hit by a car. Eric loved to make Lara frustrated. Even when she was at college, he used to steal her books and return them after exams. I used to talk to him a lot about the situation, but he kept on resisting. Nothing changed, even though long years have passed in our lives. Boah, der wird's aber auch nicht rumwandern, ne? Wenn du dir so diese Steinhänge mal so anguckst. Okay, es wird still. Nicht so gut. Eventuell. Ach, da lang. Oh, Zeit für eine Pille. One more pill and that will do, I guess. Ich hoffe, wir sehen dann gleich mal wieder ein paar bunte Farben. Sieht hier nämlich ganz schön trist aus gerade. Gut, dass wir die Pillen nur eingepackt haben am Anfang. Seaplanes, Cars, Bazookis. And so many more. It's been so long since I lost him. But it feels like everything reminds me of him. I'm here. And he's on the other side. There is just one bridge between us. And it's called death. I'm not afraid of seeing the other side. Even if there is no return. And all my senses tell me that it is near. Should I pay him a visit? Would he want that? Sooner or later, I will find out. Okay. Was passiert denn jetzt so? Ich muss doch da jetzt nicht hoch. Hier? Oder muss ich da lang? Ich kann es mal probieren, aber ich glaube nicht, dass wir hier wirklich... Oder? Nee. Was genau ist jetzt unsere Aufgabe? Oder soll ich mich runterstürzen? Ich war jetzt schon ein paar Mal bei dem Baum. Und da oben zu dem Baum komme ich ja nicht. Ich bin ein bisschen verwirrt. Boah, ich sehe mich schon hier runterklatschen. Aber warte mal. Hier geht's weiter, oder? Ja, hier geht's weiter. Yikes. Das hab ich überhaupt nicht gesehen. Gut, dann geht's wohl hier lang. Ist nur ganz schön steil gewesen.
Ich würde mir gerade wünschen, dass es nicht so neblig wäre. Sieht bestimmt mega nice aus von hier, wenn man hier so runterguckt mit dem Wasser. Ach, da ist die Brücke. Boah, hat die mich erschrocken. Warum tanzt die denn da hinten? Cross the bridge and we're there. Gott, hat die mich erschrocken. Ich habe gerade nicht mit einer Tanzen mit einem tanzenden Mädchen gerechnet. Die sieht nicht so gut aus. Hallo? Du musst dich nicht schämen für dein Aussehen. Oh Mann. War das die Psycho Witch, die im Brief stand? Das ist richtig weird, ne? Was mich jetzt erwarten wird, ich habe keine Ahnung. Ich glaube einfach mal. Da ist ein Torbogen. Da unten ist ein Friedhof. Sieht sehr, sehr einladend aus. Auf jeden Fall. Oh, ich komme aber... Ja. Okay, erst mal eine Kette drum. Find the grave, since I totally forgot which one it was. Okay, es geht nach rechts und nach links. Ja. I love you, Eric. But that evening, when I caught you staring at Lara in a different way, that moment, the shard of glass seemed so friendly. Sorry. Not once upon a time. Ich habe gerade Aromische freigeschaltet. Perfect Game. Okay. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, seht ihr das? Ne, seht ihr gar nicht, ne? Ja, es gibt halt, es gibt mehrere davon. Von diesen Drizzlepath. Warte mal, ich gucke mal gerade, ob ich da irgendwie hinkomme. Ist das das hier? Gott, das ist ja also... Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Können wir das nochmal spielen? Wozu das? Also, da war ja nichts. Also, es gibt von Drizzlepath gibt es noch Déjà-vu.
Dann das normale Drizzle Path. Dann gibt es noch hier das Glass. Dann das Genie, was wir gefunden haben in dem Haus. Und das gibt es auch halt als komplette Collection. Das ist halt unter Abenteuer, Gelegenheitsspiel und Indie eingestuft. Also, aber wenn die anderen Teile genauso sind. Also, das war ein Indie-Spiel. Ich glaube, das war alles drinne, was man sich so erhofft irgendwie. Grafik sieht geil aus, Filter sieht ganz nice aus. Dann hast du irgendwie ein bisschen Horror, dann hast du irgendwie ein bisschen Jumpscare, dann hast du sowas überhaupt nicht hast, ist irgendwie klare Ansagen. Also gut, ziemlich verwirrt. Aber gut. So, wir haben Tell Me Why haben wir gespielt gehabt vorhin. Das spielen wir dann nächste Woche auch wieder. Und ja, Drizzle Puff haben wir auch nochmal rangehangen. Ich weiß nicht, ob wir das nächste Woche dann genauso machen, wenn wir Episode 2 spielen, ob wir dann noch ein Spiel spielen von Drizzle Puff. Ich habe keine Ahnung. Oder doch was anderes. Ich weiß es nicht. Ja, sagt gerne mal Bescheid, wie ihr das Spiel gefunden habt. Das war, ich bin super verwirrt jetzt gerade. Super, super verwirrt. War aber auch irgendwo ganz witzig. Keine Ahnung, meine Gefühlswelt ist gerade etwas durcheinander.